Oh, Onkel, drehst du durch? Ja, Mann, ich doch nicht. Die Maschine. Na bitte, 10 Minuten rum. Wow, der Teig sieht gut aus. Der wird bis morgen um 9 im Kühlschrank sein. Und dann kommt er in die Ofenröhre fein. Fisch und Gemüse dazu, Wochenende erledigt. Also kulinarisch sozusagen. Alles andere, was dann folgt, da ist nur die Sonne Zeuge. Onkel. Onkel, mit Cayenne-Pfeffer? Ja, Mann, mit Cayenne-Pfeffer. Probiert mal aus. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Ein Esslöffel auf ein Kilo Mehl. Njam, njam. Zweiter Gang, Onkel? Ja, Mann, zweiter Gang. Hast du die Mumpe reingetan? Ja, Mann, reingetan. Onkel, ja, Fettphase mit ins Brot? Ja, ich nehme hier den Buko, pikante Kräuter. Da ist nicht pikant, da musst du noch ordentlich reinmachen. Kommt ja noch der Kümmel mit rein. Kümmel auch noch? Ja, natürlich. So wie wir arbeiten, da essen wir auch. Wortwitz, Achtung. Dickert, Dickert, Wortwitz. So, Onkel, jetzt hast du hier in den Hefetopf Chiasamen, 2 Esslöffel, eine kleine Rutsche Leinsamen und Quinoa reingemixt, ja? Ja, hier ist die halbe Tüte von dem Buchweizenmehl. Braucht man nicht stundenlang ansetzen und quellen und noch mehr quellen, alles schon fertig. Habe ich bei DM geholt. So, jetzt hier den Roggensauerteig rein. Und ja, die Hefebramuze muss noch ein bisschen ziehen, wegen den ganzen Sämereien. Da darf man weder zu viel noch zu wenig Wasser nehmen. Das ist eine Gefühlssache, Onkel. Weißt du doch. Die Hefe ist nicht wie ich. Die Hefe arbeitet. Sag ich doch, guck mal. Der Hefeteig, heißer Ansatz, sehr gut. Frag mich bitte nicht nach Mengenangaben. Dann nimmst du dir einfach irgendein Rezept aus dem Netz. Ich mache das nach Gefühl. Manchmal wird es auch nicht. Weil die viele uns ja manchmal täuschen, aber bis jetzt habe ich es meistens noch gegessen. Durch den heißen Ansatz habe ich 4-5 Stunden Gehzeit. Und bevor die Hefe rankommt, kommt die Hitze ran. Und wenn es schön abgekühlt ist, so 30 Grad, 40 Grad knapp, dann kommt erst die Hefe und der Sauerteig rein. Ach nee, vorher, wir machen ja einen heißen Ansatz. Hier mit heißem Wasser rein. Nicht zur Fülle. Und schon mal Energie, Mr. Spock. Wow, die Sonne scheint. Roggenmehl, ja, 500 Roggenmehl. Hier ein Löffel Salz. Caranaso ist immer dabei, wenn ich Brot backe. Wenn jetzt Salz rankommt, denke ich an Naso. Ja, das ist so eine semantische Sache. Das ist ein Insider. So, und jetzt kommen die ganzen anderen Sachen ran. Onkel, kannst du hier normales Brot machen, wie alle anderen auch? 1, 2, 3, 4, 5. Kümmel auch noch drin und Sauerteig und Hefe. Onkel, ja, Vielfalt. Vielfalt ist dieses neue Motto. Auch dabei. Na dann rinn in die Schale. Ja, arbeiten will doch keiner sehen. Wenn der Anschnitt ist, seid ihr dabei.